Die internationale Umweltschutzorganisation Greenpeace hat 19 Modeketten auf ihren Einsatz von Giftstoffen überprüft. Hier wurde untersucht, ob die Modeunternehmen auf schädliche Chemikalien bei Produktion und in der Lieferkette verzichten. Sie alle haben sich nämlich der Detox My Fashion Kampagne angeschlossen und versprochen, bis 2020 schadstofffrei zu produzieren. Die Marken Zara und H&M haben am besten abgeschnitten. Sie werden von Greenpeace als umweltfreundliche Pioniere gelobt und beweisen, dass es durchaus möglich ist, für so große Unternehmen auf Schadstoffe zu verzichten. Hier wird allerdings das Fast-Fashion-Geschäftsmodell kritisiert. Denn alle paar Wochen neue Kollektionen zu produzieren, belastet die Umwelt auch enorm. Besonders schlecht haben die Marken Esprit und Nike abgeschnitten. Hier sieht Greenpeace keine echte Bereitschaft zu entgiften. Auch bei den Luxuslabels Versace und Louis Vuitton wurden die meisten Schadstoffe gefunden. Sie nehmen aber leider erst gar nicht an der Detox-Kampagne teil. Bleibt zu hoffen, dass sich bald alle an den Plan halten. Es geht ja immerhin um unsere Umwelt. Weitere aktuelle News findet ihr auf joyce.de.